Willkommen zu diesem Video. Heute geht's weiter mit der 1062. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir haben erstmal einen neuen Kalender, weil jetzt der 1. Oktober ist. Und wir sammeln einmal ein, können dann hier aufs Kreuz gehen, haben mehrere neue Angebote, auch eine neue Neuigkeit und zwei neue Events. Und hier haben wir einmal einen neuen Spießumlauf und dann auch noch die kompletten neuen Sammlungen. Und suchen, also suchen links, Sammlungen rechts, logischerweise. Und kenne ich jetzt hier direkt jemanden davon? Necronomodon, ja, okay, kennen wir schon mal, haben wir schon mal gesehen. Hier haben wir ein Kostüm von Hakenzahn, das ist ganz geil. Endwendo sein ist das hier. Aber wir haben diesmal keinen, keinen Reisedrachen an sich drinne. Und dann wird angezeigt, dass wir halt die neue Schar jetzt da haben. Aber die haben wir ja schon gesehen. Die haben wir uns ja schon angeguckt. Genau, Pakete ist genau das gleiche wieder. Fragt mich nicht, warum das immer angezeigt wird. Ich verstehe es auch nie. Gut, gehen wir erstmal bei Johann schauen. Der hat nichts für uns. Gut, wir hätten sowieso zu wenig Runen wahrscheinlich. Wir müssen ja jetzt erstmal wieder ein bisschen Runen aufstocken, weil das ist ja zurzeit unser größtes Problem. Dann würde ich sagen, schicken wir mal unsere Sammler hier los. Und ohne Zahn schicken wir wieder Pireise. Hier hätten wir eigentlich das Bernstein-Natter-Ei auf Garantie kaufen können. Das habe ich aber ein bisschen verpatzt. Das war ein bisschen schade, weil das wäre vielleicht wirklich gut gewesen. Aber naja, gut, passiert. Kommt vor. Ist, denke ich mal, nie ganz so schlimm. Ist halt einfach ein bisschen schade, aber kommt halt mal vor. Gut, dann können wir die Kollegen wieder losschicken. Müssen jetzt leider nochmal reingehen. Okay. Kriegen wir halt ordentlich hier Holz nochmal aus dem Postfach raus. Weil wir haben ja genug hier am Eisensammler, die wieder losgeschickt werden müssen. Hier hinten kommen ja gleich nochmal 5 oder 6. 6, ich glaube. Deswegen, da ist ja eine ganze Menge vorhanden mittlerweile. Der Kollege, also Stille Macht, kann wieder ins Training für 8000 Eisen. Das ist sogar ganz gut, weil dann ist Stille Macht wahrscheinlich bald der Nächste, der dann auf unser wunderschönes Level von 151 kommen wird. Was auf jeden Fall auch schon mal ganz gut wäre. Hier kriegen wir auch wieder den nächsten Titan. Da haben wir jetzt einmal endlich den Gronkel auf der dritten Titanstufe. Und er kann auch ins Training. Ist dann auch gleich einer, der wieder auf Level 151 soll. Und dann haben wir da schon wieder ein ganz paar, denke ich mal. Gut, hier hat es angezeigt, ich kann dich auch ins Training schicken. Na, dann machen wir das da gleich. Nee, lang schnacken, Kopf in Nacken, gehst ins Training. Ist das auch noch einer, der hoch kann? Dich müssen wir noch füttern. Da haben wir, müssen wir jetzt gleich mal gucken, ob wir noch genug Fisch haben oder nicht mehr. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Und dann können wir auch mal gucken, ob wir noch einen Fischsammler-Slot frei haben. Erstmal können wir jetzt hier alles einsammeln. Dann können wir einmal hier am Titanrad drehen bei dicken Büffi. Dicker Büffi müsste ja auch wieder ins Training. Gut, jetzt gerade vielleicht noch nicht. Sieht jetzt erstmal noch nicht so aus. Der muss erstmal wieder ins Titanentraining, bevor er wieder ins Rische kann. Der könnte, er kriegt halt leider extrem langsam drauf, deswegen dauert das halt so ewig. Gut, Sturmschwert haben wir auf dem nächsten Level. Kann leider jetzt nicht hier in die Akademie, weil die jetzt schon gefüllt ist. Das heißt aber ansonsten, sobald wieder der Sturmschwert kann, ist das dann auch schon eines der letzten paar Level, bevor der dann wirklich auf dem Max-Level ist. Die beiden sind jetzt Level 151, sehr schön. Du kannst wieder los. Hier können wir auch mal schauen, wo will Muffel denn jetzt wieder hin? Einmal erstmal weiter bleiben und gratis. Wunderbar, das haben wir hier. Da können wir auch nochmal losschicken. Let's go, gehst du wieder los. Der ist noch eine Stunde. Okay, du kannst mit ins Titanentraining. Gut, das heißt, wir haben jetzt einen normalen Trainingsslot frei. Ach ja, Baby ohne Zahn kriegen wir immer noch nicht gefüttert. Das ist das Blöde. Ja, gut. Achso, genau, wir wollten gucken. Also erstmal kannst du jetzt nicht ins Training. Genau, das war das Problem. Schade, dann gehst du beim nächsten Mal ins Training, sobald es geht. Da müssten wir jetzt mal gucken. Fisch haben wir jetzt gar keinen mehr. Haben wir noch einen Slot frei? Bei den Fischsammlern schon mal nicht mehr. Okay, das ist ganz in Ordnung. Holzsammler kannst du noch los. Dann hätten wir sogar noch einen Holzsammler. Gut, dann 80 Millionen hätten wir hier drüben bei dem. Da kannst du erstmal los, sammelst uns 80 Millionen. Das ist, denke ich mal, nicht ganz schlecht. Dafür, dass der auch erst Level 112 ist, der könnte sogar echt gut werden, wenn wir den mal richtig hochziehen würden. Dann schicken wir jetzt unsere Legendären los. Hier einmal den kleinen Brüllaffen wieder. Let's go. Dann haben wir hier den Immerflügler. Und dann darf natürlich nicht fehlen unser großer Überwilde. Der kann auch wieder los. Jahreszeitenstatuen hatten wir jetzt nur eine und die hatten wir schon eingesammelt. Wunderbar. Pergament haben wir keins derzeit. Okay. Können wir denn Johann wieder losschicken? Ja, Johann kann wieder los. Einmal und los. Dann haben wir unsere 4 Reisedrachen. Okay. Da schauen wir mal hier rein.
die Drachen woanders unterbringen. Gratis, okay. Dann, wie sieht es bei Hakenzahn aus? Du kannst auch wieder ganz normal weiter. Da machen wir es einmal so. Dann einmal stillhalten und auch wieder gratis. Da haben wir kurz einen Work. Hier können wir sofort auf Garantie. Das ist genau das Teil oder beziehungsweise die Teile, die wir haben wollen. Deswegen wäre es super, wenn wir da gleich welche bekommen. Wieso haben wir jetzt erst eine Aufgabe fertig? Aber na gut. Öffnen wir mal hier ein Gratis-Paket. Einmal Gratis-Paket Nummer Uno. Und dann schauen wir gleich mal. Let's go. Einsammeln. Und es gibt aber soweit erstmal nichts. Okay. Öffnen gleich nachher das zweite Gratis-Paket. Let's go. So, da sammeln wir uns einmal ein. Und wir kriegen einmal einen Skrill, Sturmschneid, riesenhaften Altraum. Haben wir dann nochmal ein bisschen Fisch, ein bisschen Holz. Hier nochmal Runen. Wunderbar. Nehmen wir die auch mit. Können dann hier aufs Kreuz gehen. Können hier jetzt nochmal alles an Holz und Fisch einsammeln. Gehen dann in den Season Pass. Haben wir jetzt wirklich nur zwei tägliche fertig? Was ist denn das? Schicke uninterne Verkündung, okay, besiege, Markenpaket, gerissen, verteidige Berg, beschleunige. Das sind immer so eklige Aufgaben. Da schauen wir ja wirklich nicht mal mehr die nächste Belohnung. Das ist ja jetzt ein richtiger Mist. Der ist ja wirklich gar nicht geil. Naja, gut. Dann war's das mit der Season. Dann mehr wird jetzt nicht mehr. Wir kriegen nichts mehr. Wir können nichts mehr erreichen. Wir können gucken, ob wir hier jetzt noch was holen wollen. Aber ich sehe jetzt auch nichts, was mich jetzt überzeugen würde. Außer die hier, die sind cool. Die sehen lustig aus. Aber ansonsten sehe ich jetzt nichts. Und dann kriegen wir halt morgen... Na, wobei, da gucken wir uns die Schweine jetzt nehmen. Auch wenn wir die mal freilassen, ist ja auch egal. Aber die sehen schon irgendwie witzig aus, wenn die dort so drin rumliegen. Na gut, aber naja, gut, dann war es das mit der Season. Das ist jetzt wirklich nicht mehr dabei. Wie sieht denn der neue Spießenlauf aus? Zeig mal her. Ein bisschen Bernstein hinten, zwei polierte, okay. Sonst nochmal 50 Runen mit dabei, zwei Gratispakete. 10 Kämpfe sind's. Naja, gut. Gehen wir erstmal in den jetzigen, weil da haben wir noch einen Kampf vor uns. Und wenn wir den gewinnen, dann kriegen wir nämlich auch erstmal nochmal 150 Runen, was auf jeden Fall auch schon mal ganz gut wäre. Wir gehen als allererstes auf den wahnsinnigen Zipper. Mit dem Skrill, mit dem Knochenräuber normal und dann Sturmschnitt geben wir Schwäche. Und da wird das dann ganz gut laufen. Jetzt frage ich mich gerade, seit wann kommt denn unser Knochenräuber als zweites von unseren Drachen dran? Sonst immer kommt doch erst Skrill, dann Sturmschneid und dann Knochenräuber dran. Aber irgendwie ist diesmal ein bisschen durcheinander. Naja, ist ja egal. Erster Drache ist weg. Jetzt holen wir uns den zweiten. Und da müssen wir vielleicht... Ja, gehen wir gleich mal auf die Heilung mit unserem Sturmschneid. Da müssen wir ein bisschen auf Safe spielen, weil wir haben eine zweite Welle. Wir wissen nicht, was dort vorkommt. Aber wir sehen halt jetzt schon, dass die Gegner jetzt in der Welle schon auf Level 20 beide waren. Das heißt, wir können mal auf der nächsten Welle auch mit Level 20, 21 oder so rechnen. Da wäre es schon gut, wenn wir alle volle Leben haben. Vor allen Dingen unser Level 17er Skrill, weil der ist echt unterlevelt. Aber wir kriegen den halt auch einfach nicht hoch, ne? Naja, gut. Knochen aber normal, damit ist der Kollege weg. Wir haben 4 Aktionspunkte, kommen in die letzte Welle. Und hier sieht es ganz gut aus. Da holen wir uns erstmal wieder den wahnsinnigen Zipper auf der linken Seite, dann den wahnsinnigen Zipper auf der rechten. Das ist ja der rechte, ist ja der ganz normale wahnsinnige Zipper. Und zum Schluss dann Axtling dürfte das sein. Weil dann sollte das, denke ich mal, relativ entspannt sein, weil der hat, wie schon gesagt, nur viel Leben, aber macht jetzt auch nicht so viel Schaden. Jetzt mal abgesehen davon, dass er eine blöde Flächenattacke hat. Aber da geht das, denke ich mal. Da müssen wir jetzt einfach nur wieder ein bisschen hochheilen. Genau, ersten Gegner haben wir auch weg. Der Kollege greift unseren Skrill normal an. Das kann er ruhig machen. Wir gehen mit dem Knochenräuber normal rein. Können dann einmal mit unserem Skrill nochmal normal. Sturmschneid können wir hier einfach mal Schwäche geben. Und dann mit dem Knochenräuber, dann könnte der wahnsinnige Super schon mal wechseln. Oh, geil, dass unser Skrill jetzt ausgewichen ist. Das ist so gut. Der haut die Dreier raus. Ne, macht er nicht. Wunderbar. Dann einmal mit dem Skrill normal, dann einmal mit dem Sturmschild die Schwäche, einmal mit dem Knochenräuber die Stärke. Und dann haben wir den auch schon zur Hälfte weg. Das macht auf jeden Fall auch guten Schaden jetzt. Gut, er hat sich nochmal hochgeheilt. Das macht jetzt nicht so viel aus, weil wir geben jetzt einfach nochmal die Schwäche. Und der Knochenräuber macht jetzt halt richtig saftigen Schaden. Und der Skrill gibt den Endschuss. Und damit haben wir hier gewonnen und haben diesen Spießenlauf beendet. So, dann bekommen wir nämlich hier einmal ein Glücksrad. Und da kriegen wir einmal 700 Millionen Fisch. Dann kriegen wir hier noch einmal 900 Millionen Fisch. Wunderbar. Und können uns jetzt hier einmal noch die Runen holen. 150 Runen sind auf jeden Fall ganz gut. Will man nichts gegen sagen. Dann gehen wir erst einmal hier kurz rein. Okay. Dann gehen wir auf die Events und gucken uns schon mal in den nächsten Spießenlauf hier rein. Dass wir hier mal ein, zwei Kämpfe vielleicht schon mal machen. Das wäre auf jeden Fall ganz entspannt, denke ich mal. Und dann wird das auch hier was. So, wir gehen
als allererstes einmal auf den Kollegen. Und einmal so, dann mit dem Knochenräuber wieder normal rein, dann mit dem Sturmschild geben wir hier Schwäche. Und dann schauen wir mal, dass wir den hier jetzt auch ganz entspannt wegkriegen. Wie schon gesagt, das sind erst zwei Wellen, das ist jetzt erst ein Gegner. Da sehe ich kein Problem jetzt, vor allem weil Sturmschild nochmal hier zusätzlich mehr Schaden macht, 25%. Das ist immer gut. Und dann mit dem Skrill nochmal normal und Knochenräuber nochmal normal. Damit ist der Kollege weg. Wir kommen mit vollen Aktionspunkten in die nächste und auch letzte Welle. Hier haben wir nochmal einen Regenschneider. Da geben wir einfach, dem komplette Schwäche, alles was wir können. So, dann, ja, warte mal, unser, ach, wir haben gar keinen, der hier erhöhten Schaden macht. Wir haben nur Leute, die einen niedrigen Schaden machen. Oh, gut. Dann, ja, hier einfach nochmal Schwäche, damit die jetzt nie weggeht. Und dann sieht das da ganz entspannt und ganz gut aus. Weg ist er. Und wir haben gewonnen und kriegen nochmal zwei Glücksräder. Let's go. So, dann drehen wir ja mal am Glücksrad. Und wir bekommen hier einmal 100 Millionen Fisch. Dann drehen wir am nächsten Glücksrad. Hier kriegen wir nochmal 200 Millionen Fisch. Das ist gut. Da kriegen wir echt mal ein bisschen Fisch ins Postfach. Wir brauchen ja bestimmt noch ein bisschen Fisch dann später. Jetzt haben wir erstmal... Ich wüsste jetzt gerade wirklich nicht, an wen ich es verfüttern sollte. Deswegen lassen wir es erstmal. Wir können ja nochmal kurz gucken. Sven's Albtraum, wie weit warst du? Du warst durchgeführt. Genau, dich müssen wir auch noch für 21.000 Eisen trainieren. Das ist halt schon relativ, relativ teuer. Aber ja, es geht schon. Gut. Dann starten wir in den nächsten Kampf, in zwar erste Welle, wir haben wieder zwei Wellen, haben wir erstmal Dagor Skrill als Gegner, er ist Level 20, wir haben unsere normalen Level wie immer, das geht ja ganz gut. Da gehen wir einmal so rein, geben mit dem Sturmschild hier einmal die Schwäche, greifen mit dem Skrill nochmal normal an, gehen dann mit dem Knochenräuber nochmal normal rein und ich glaube, er behält die Schwäche noch. Genau, dann können wir nämlich mit dem Skrill die Dreier raushauen, die macht dann nämlich richtig guten Schaden hier nochmal. So. 900 Schaden, da kann man wirklich nichts gegen sagen, das ist einfach spitzenmäßig. Hier nochmal normal rein, Knochenräuber, keine Ahnung, auch normal. Und dann einfach nochmal die Dreierattacke, damit ist der Kollege weg. Wir sind in der nächsten Welle und auch letzten Welle können hier erstmal mit unserem Skrill gleich nochmal die Dreierattacke raushauen. Macht hier nochmal 600 Schaden, 650. Und dann holen wir uns den jetzt auch noch weg, können hier gleich nochmal die Dreierattacke von unserem Skrill raushauen. Let's go, wieder sehr saftiger Schaden. Und den haben wir auch gleich weg. Das hält dann nicht mehr lange aus. Und dann ist er auf jeden Fall weg. Hier einfach nochmal die Dreier. Und der Kollege ist weg. Und wir haben hier gewonnen. Und kriegen wieder zwei Glücksräder. Let's go. Dann können wir einmal hier am Glücksrad drehen. Und wir bekommen einmal eine Frucht der Weisen. Da sagt man dann nichts dagegen. Dann drehen wir am nächsten Glücksrad. Und hier gibt es dann noch einmal 500 Millionen Fisch. Das ist doch einfach super. Auf in den nächsten Kampf kriegen wir gleich nochmal 1400 Bernstein, wenn wir den gewinnen, was wir, ich glaube, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gewinnen werden. Und dann gehen wir einmal mit dem Skrill normal rein, Knochenräuber normal, Sturmschild Schwäche und da machen wir auf jeden Fall guten Schaden. So, wunderbar, jetzt ist Skrill nochmal normal und damit ist er auch nahezu schon fast weg. Wir müssen jetzt nur nochmal schauen, wie wir das jetzt gleich machen, den komplett wegzubekommen. Jetzt haben wir den erstmal. Jetzt müssen wir gleich erstmal... Wobei, wir müssen gar nicht auf die Heilung gehen. Das wäre jetzt gar nicht so wichtig. Ich werde es trotzdem mal machen, aber es ist jetzt nicht übermäßig stark wichtig, sage ich mal. So, hier erstmal die Heilung. Let's go. Dann gehen wir mit dem Knochenräuber einmal hier rein. Und das Grill könnte jetzt vielleicht gleich weg sein, wenn wir Pech haben. Ich glaube aber, das akzeptiere ich. Gehe normal rein und gehe dann auf die Dreierattacke von Viererattacke von unserem Sturmschneid. Genau, dann ist nämlich der Kollege auch weg. Wir haben nur noch einen Gegner. Und den kriegen wir jetzt mit Knochenräuber und Skrill, und Sturmschild normal kriegen wir den dann weg. Wir könnten sogar hier nochmal die Schwäche geben. Damit ist der weg und wir haben hier wieder gewonnen. Let's go! So, einmal am Glücksrad gedreht. Und wir bekommen 100 Millionen Fisch. Dann am nächsten Glücksrad gedreht. Hier bekommen wir nochmal weitere 100 Millionen Fisch. Wunderbar. Dann haben wir hier nochmal 1400 Bernstein. Nehmen wir die einmal mit. Und dann können wir hier schon wieder rausgehen. Und ja, ich würde auch sagen, das wäre es an der Stelle auch erstmal mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Dann wahrscheinlich, genau, ist auch die neue Season im nächsten Video. Also da gucken wir dann auf jeden Fall mal durch. Haben es leider nicht mehr ganz geschafft bis hinten. Das wäre natürlich nochmal geil gewesen.
Wären nochmal zwei Season-Geschenkpakete sonst gewesen, weil wir haben ja vorhin 600 Punkte ausgegeben. Naja, leider ne. Aber die nächste Season wird mal wieder ganz interessant. Ich bin mal gespannt, was es hier dann so alles drin gibt mal wieder. Ich meine, ein paar Sachen wissen wir ja schon, alleine hier durchs Buch der Drachen. Weil, wenn es den hier, den gibt es kaufbar, wie es jetzt Baby-Tagschatten, Baby-Nachtschatten gab. Den kann man dann wahrscheinlich in ein Paket ziehen und so weiter und so fort. Den wahrscheinlich auch im Paket und den kriegt man, was weiß ich, wahrscheinlich Pergament wieder. Aber gut, wir werden sehen. Ich würde sagen, das wäre es an der Stelle erstmal mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dann wünsche ich euch sehr viel Spaß und ciao, ciao, Leute.